Herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem WZ-Videoblog zu den Krefeld Pinguinen. Und heute werden wir gesponsert vom Wuff-Hunde-Paradies aus dem Herzen von St. Tönis. Eine Niederlage gegen Berlin und ein Sieg in Iserlohn. 4:2 hieß es dann am Ende für die Pinguine, wobei unser Gesprächspartner von heute, Travis Ivonik, dann erstes Saisontor geschossen hat. Und einer ist auch noch sehr, sehr positiv aufgefallen und das schon nicht seit gestern, sondern seitdem er eigentlich hier ist, Oskar Östlund. 58 Torschüsse, davon entschärft er in Iserlohn 56 und in Berlin hat er auch schon eine sehr starke Leistung abgeliefert und von der DEL wurden die beiden Krefelder Marcel Nöbels und eben Oskar Östlund als die besten Spieler des Spiels in den Statistiken ausgezeichnet. Heute sprechen wir aber nicht mit Oskar, sondern noch mit Niklas Postel und er erzählt uns, ja, wie im Moment die erste DEL-Saison, die richtige erste DEL-Saison, wo er eigentlich, könnte man sagen, 99% der Zeit hier in Krefeld auf dem Eis verbringt, so für ihn ist. Dann schauen wir mal, was die Jungs zu sagen haben. Und meine beiden Gesprächspartner heute mit einem Doppelinterview. Einmal Nick Postel und einmal Travis Ivonik. Danke an beide, thank you for having you here und dass ihr beide Zeit habt. Ich muss natürlich auf der einen Seite ein bisschen übersetzen, auf der anderen Seite nicht. Aber wir machen uns jetzt hier mal ein bisschen gemütlich. Der Oscar ist auch schon fertig. Und du bist als Letzter vom Eis gegangen. Warst du als der Fleißigste, oder? Quasi noch, aber vor ihm gehe ich nie vom Eis. Das heißt, er ist nicht so fleißig, oder? Doch, der ist auch fleißig. Aber es gibt immer welche, die fleißiger sind. He just said that, jetzt muss man mal fleißig, auf Englisch fällt mir gerade nicht ein, aber he said that he's a hard worker, he goes always before you, no, you go before him off the ice, so what can you say to that? Yeah, I don't know, I guess today was one in a million, so. Lucky we're here, eh? Yeah, I guess so. Just a question to your last game, and you scored your first goal of the season, so congrats to that. Yeah, just talk about it a little bit. Yeah, it was nice to finally get one. One of those years where they're not exactly going in by the bunches, but I guess Hosby just made a nice play in third on net and was lucky to get a stick on it. Also er sagt auch, er freut sich, dass er das Tor geschossen hat und Hosby hat praktisch die Scheibe aufs Tor geworfen und er hat halt den Schläger reingehalten. Aber hey, so passieren die Tore und du kannst es auch selber erzählen, du hast leider noch keins geschossen, aber es ist eine blöde Frage, wollen wir eins von dir sehen, will ich jetzt sowas nicht fragen. Aber nein, erstmal für dich, wie ist die erste richtige Saison, wo du wirklich ein Dauerteil der Mannschaft bist? Auf jeden Fall ziemlich gut. Ich meine, fühlt sich gut an, war auch der Plan diese Saison. War auch noch besser für mich, dass ich gleich mit Travis zusammen Teil vom PK sein darf. Und da auch meistens auch mit ihm die erste Einheit bild und ich glaube, dass wir da auch einen ziemlich guten Job gemacht haben bis jetzt und viele Schüsse geblockt haben, der Mannschaft viel Kraft zurückgegeben haben und 5 gegen 5 Eiszeit könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr sein und dann geht das auch von ganz alleine. Also die Zeit wird ja auch kommen, bist ja auch noch jung, ne? Warst ja gerade erst vor kurzem U20 Nationalspieler und jetzt bist du in der DL angekommen. Deswegen würde ich mal sagen, Travis, question to you. I hope you're not sleeping here. Nope. yeah, so he was just talking about the PK and stuff. So how do you think he's actually progressing here for himself and the young players here? Yeah, it's a high level of hockey in this league and I think he's come in. He's, you know, really built off what he did last year in the lower league, and I think he's gaining confidence as the year goes on. And the penalty kill, if you can get onto one of the special teams, I think it's a good feather in your cap and a good way to round out your game, especially in a higher league and getting that extra ice time. So I think he's done a great job, and I think we have a lot of chemistry when we are out there together. And personally, I know where he's going out there, and so I think we just have to keep building on that. Also er sagt auf jeden Fall, ich muss mal ein bisschen verkürzen, dass Nick auf jeden Fall einen guten Job macht und die beiden auf jeden Fall auch einen guten, eine gute Chemistry haben. Das heißt, die verstehen sich, die haben auf dem Eis, es funktioniert einfach. Und er hat auch viel dazugelernt, sagt er, von der letzten Saison, wo er eben in den unteren Ligen seine Spielpraxis hat sammeln können. And back to you again here. It's your second year in Krefeld and it's your first time in Europe. So maybe tell us a little bit, how was it for you to come here last year and maybe the comparison. You played the East Coast the last time, I think, right? How was that compared to here? Yeah, it was definitely a little bit of an adjustment. The game is a lot different than how it's played in North America still. I think it's the North American game is evolving a little bit to the, you know, the faster, more skilled game like it is here in Europe. But I think there's still the adjustment period. But I've enjoyed myself. I really like Krefeld. I love the fan base they've built here. They're passionate and, you know, they expect results. And, you know, when you win, you...
you really feel like you you get rewarded from the fans, and so I've really enjoyed myself. Also ihm gefällt es hier sehr, vor allem die Fans, sagt er, und es ist halt irgendwie in Krefeld auch sehr schön. Er würde auch ja das Ganze vergleichen so ein bisschen mit Amerika, dass er sagt, es ist hier natürlich ein anderes Eishockey wie da drüben, aber er sagt, klar, auf jeden Fall sehr, sehr hohe Qualität der Liga. Und für dich auch nochmal so eine ähnliche Frage. Jetzt ist es natürlich irgendwo für die Zukunft noch jetzt hier schwer zu sagen, was ist und so weiter, aber könntest du dir vorstellen, noch mehrere Jahre in Krefeld hier zu spielen, und meinst du die Entwicklung und das Lernen hier vor allem, dass du da weiterkommst? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das ein ziemlich guter Standort für solche Sachen ist. Und ich bin auch gerade am Reden mit Matthias vorne, und auf jeden Fall, ich fühle mich wohl. Ich finde die Gegend, obwohl die für mich total ungewohnt ist, finde ich super. Es ist immer was zu tun. Die Fans sind super. Das Drumherum hier mit Kabine, mit Eishalle ist top. Und ja, jetzt schauen wir, dass das hier weitergeht, und schauen wir, dass wir auch für die Zukunft was aufbauen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich dann zum Beispiel mit dem Kuhne, der von hier ist, oder auch dem Mike Schmitz unter anderem, und der PC und der Schimmi sind ja da, dass wir da jetzt die Jahre mal so ein Grundkonstrukt aufbauen, das tragfähig ist, um dauerhaft zu bestehen. Ja, es ist ein sehr gutes Schlusswort. Also ich möchte mich auf jeden Fall bei beiden bedanken, before you start freezing here. Thank you very much for being here and having you. Danke dir auch. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, es gibt Punkte am Wochenende. Die Jungs sind auf jeden Fall fit, beziehungsweise morgen. Und in diesem Sinne. Das war's wieder mit Am Rande der Bande. Und ich ziehe das Ding besser aus, weil ich mag zwar meinen Kumpel Thomas, aber das stinkt schon gewaltig. Aber Spaß beiseite. Wir haben eine englische Woche vor uns. Das heißt, wir spielen morgen hier gegen den Tabellenletzten, die Schwenninger Wild Wings, und haben dann am Freitag das Spiel gegen den Tabellensiebten aus Wolfsburg. Und am Sonntag spielen wir um 16.30 Uhr zu Hause gegen Straubing. Also das ist natürlich irgendwo auch nicht alles einfach, aber man muss natürlich jetzt versuchen, jeden Punkt nochmal mitzunehmen. Man weiß natürlich nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn wir hier einmal schon bei Ausrüstung und so weiter sind. Wie man sieht hier auch, der Christian Menning hat hier die neueste Technik, was auf dem Markt ist. Der sitzt schon da hinten. Na? Der schönste, beste Betreuer der ganzen Liga. Erzähl uns mal so ein bisschen aus deinem Alltag. Ja, was soll ich dir erzählen? Ganz wie, hast du nichts Arbeit, zu erzählen? Ganz normale Arbeit, Getränke machen, Handtücher waschen. Stinkende Unterhosen waschen. Richtig, Schwitzwäsche waschen, schleifen, alles was so anfällt. Und im Endeffekt ist es ja so, das fängt ja nicht an wie jeder andere, dass du sagst, du hast eine feste Arbeitszeit, sondern du bist teilweise über Nacht hier und pennst hier auch schon mal, ne? Manchmal, ja. Mhm. Das kann schon mal vorkommen, ja. Ihr seht, also wenn so welche Leute wie Christian nicht da wären, ich sage euch ganz ehrlich, wir ist ja jetzt verkehrt, aber damals, wir, ja, Spieler hätten es nicht einfach, weil er ist hier eine One-Man-Show. Ich sag mal, wo ich zuletzt in München war, da gab es 3 von der Sorte, und er macht alles alleine, also Respekt, muss ich dir auch sagen, und Zollen, du hast auf jeden Fall eine Menge Arbeit hier, und ohne ihn, glaube ich, hätten die Jungs, ja, keine Wäsche, keine Trikots, kein gar nichts. Das ist richtig, ja. Also in diesem Sinne, sag du mal das Schlusswort, ich sag schon mal ciao. Ciao, Jungs.